Lieber Herr Trettl, Sie sind nun live und in Farbe direkt Hier. Auf Instagram zu sehen. Jetzt bist du aber viel besser drauf auf einmal. Ich finde, dass du jetzt besser gelaunt bist als davor. Als kurz davor. Was gibt's denn heute? Was glaubst du? Sieht aus wie Sojasprossen. Nee, falsch. Das ist Oktopus. Oktopussi. Mit ihr habe ich Fenchelsamen. Angeröstet. Die schon mal anröste. Da tue ich jetzt Knoblauch rein. Den röste ich auch an. Schau, wie schön. Gehe ja noch ein bisschen Olivenöl rein. Der Oktopus ist vorgekocht. Einfach in einem Gemüsesud aufkochen, also Zwiebeln, Sellerie, Fenchel aufkochen, ein bisschen Zitrone rein, dann Oktopus rein und dann circa anderthalb Stunden kochen. Ja. Man muss immer wieder mal probieren. Mach nochmal die Bewegung für aufkochen. Aufkochen. Ja, so war das. Aufkochen. Okay. Und dann hat man den Oktopus. Die sind hier einfach noch so. Ja, das ist gut. Also es ist wirklich ein ziemlich einfaches Gericht, ja, weil ich den jetzt so mariniere und dann tue ich den in so eine gusseiserne Form rein und werde ihn im Ofen, also was hat der, 280, 275 Grad Oberhitze, möchte ich den gratinieren. Ich vermische ihn jetzt mit Tomaten, mache ein bisschen Olivenöl ran, also Olivenöl sowieso, Mozzarella. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und finde Mozzarella und Oktopus richtig gut. Witzig. Wie? Passt für mich nicht zusammen. Nee? Nee. Okay, witzig. Ja, gell? Okay. Passt aber zusammen. Ja, schmeckt eh nach nichts an Mozzarella. Ja, Mozzarella hat was Schönes, Cremiges. Oktopus hat ja doch Eier, würde ich sagen. Ja, aber so Oktopus normalerweise in Spanien. Da kann Mozzarella drüber. Nee, weil auch die Mozzarella ja aus Italien kommt, ja. Schon deshalb ist das ja, also nicht jetzt das Traditionelle. Aber du kannst, hast recht, ich habe auch in Italien das noch nie gesehen. Aber möglicherweise gibt es immer wieder Gerichte, die wir hier kochen, die in der Art noch nie gesehen wurden, ja. Ich tue das jetzt ein bisschen unten rein einfach, weil ich es nicht dann als Fläche oben drauf haben möchte, weil sonst könnte das ein bisschen brutal verbrennen. Chili. Salzen braucht man eigentlich gar nicht groß. Schön, und klein. Schön massieren. Auch nicht klein salzen. Du hast gesagt, du brauchst nicht groß salzen, aber vielleicht ein bisschen klein salzen. Nein, auch nicht klein salzen. Auch nicht klein salzen. Okay. Da tun wir jetzt so Tomaten rein. Und danach, wenn das im Ofen ist, machen wir noch ein bisschen was, das ist ein Brot, das haben wir jetzt seit zwei Tagen draußen, das tun wir dann ein bisschen toasten und machen ein bisschen Panko und Tomate und dann haben wir einfach ein richtig geiles Schöpfgericht, wo wir zu zweit rausessen können. Obwohl, Mozzarella, werde ich dich ein bisschen zwingen müssen, gell? Dass du das dann auch vorstellen kannst. Nein, das hast du ja schon einmal gemacht. Was? Dass du Mozzarella probiert hast? Nein, du hast das Gericht schon mal gemacht. Das? Ja. Ah ja, was du hast, genau, und das hat dir sogar geschmeckt. Ja. Ja, wieso hast du denn gesagt, du kannst dir die Mozzarella nicht vorstellen, da war Mozzarella dabei. Ich kann es mir schon vorstellen, ich weiß ja auch, wie es schmeckt, aber ich mag es halt lieber ohne, weil ich mag, dass diese Dinger so richtig angekokelt sind schon fast.
Du hast, genau, ich habe das Wo einfach kriegt mal. man denn so einen Oktopus her? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich den herbekomme. Im Oktopushandel. Fischhändler, Metro. Also ich weiß nicht, wo ich es jetzt herkriege. Also bei der Metro gibt es einen Oktopus. Ja, definitiv. Es gibt auch gefrorenen Oktopus und ich muss sagen, dass ich den gefrorenen Oktopus ganz gern mag. Ich habe überhaupt kein Thema mit dem gefrorenen Oktopus. Zück. Rein. Rein. Also bei volle Kanne, volle Kanne. Volle Kanne Oberhitze. Okay. Ja. Beim Globus in Freilassing gibt es den sogar immer frisch. Beim Globus in Schreibt der Freilassing. Uli oder die Uli. Ich Also weiß alle nach Freilassing zum Globus es aus Berlin einfliegend. Also ich glaube, dass ein Oktopus schon deshalb nicht so problematisch ist, ja, weil es ein Lebensmittel ist, was auch gut mal so ein bisschen länger auch hält. Das ist jetzt und vor allem, weil er gefroren für mich keine große Qualitätsverluste hat. Verstehe. Okay. Na dann. Na, wir haben keinen Thermomix. Das wäre eine Frage Oh, da gewesen. ist jemand neu. Ja? Ist jemand neu auf unserem Kanal? Ob du mal was Schönes mit Fleisch kochen möchtest. Gestern haben wir Burger gemacht, zum Beispiel. Ja, auch neu bei uns. Hä? Heute verraten Sie sich. Gestern voll den Burger gehabt, ja, mit so einem Stück Fleisch drinnen. Aber ja, können wir. Sicher wieder auch mal. So, dann mache ich jetzt. Was jetzt? Mache ich gleich so ein bisschen. Tiefgekühlter Oktopus geht auch, oder? Super. Ich habe in meinem Leben sicher öfters tiefgekühlten Oktopus verwendet als frischen. Weil er, ich glaube, durchs Frieren so ein bisschen die Spannung verliert. Der Muskel. Der Oktopus, ja. Und dadurch wird er zarter, bilde ich mir ein. Und ja, reicht ja. Die Küche räumt immer irgendjemand auf, wer gerade Zeit hat. Das ist lustig, das ist auch immer eine Frage. Bitte? Es ist immer eine Frage, wer die Küche aufräumt. Ja, ist man neugierig, wie es bei denen zu Hause abgeht, oder? Ob das so eine. Wir schlägern immer. Wir spielen Tic-Tac-Toe und dann, wer verliert, muss die Küche aufräumen. Tic-Tac-Toe. Das, oder? Wie heißt das? Schere, Stein, Papier? Tic-Tac-Tuck. Tuck? Ja, oder? Also es ist nicht Tic-Tac-Tuck. Tiki-Taki. Tiki-Zaki. Tiki-Zaki, Tiki-Taki. Okay, also das wird jetzt Ja, angebraten. Olivenöl, Knoblauch, Oliven. Chili. Ah, können wir was kochen, was man an Ostern gut servieren kann? Ja, Oktopus. Ja, genau. Ja, aber es gibt ja, ich meine, was ist denn jetzt Wir wieder? machen nachher vielleicht eine Sitzung, oder? Die könnte man auch gut an Ostern machen. Ah, schick, schnick, schnack, schnuck heißt das übrigens, das Was hast Spiel. du? Tic-Tac-Tuck. Ja. Ist so also deppert, oder? Tic-Tac-Tuck. Na, du hast gesagt Tic-Tac-Toc. Und ich habe gesagt Tic-Tac-Tuck. Und heißen tut es Schnick, schnack, Schnick-Schnack-Schnuck. schnuck. Da merkt man, wie oft wir das schon gespielt haben, oder? Um dass die Küche dann sauber ist. Ne, ich kann euch einen guten Tipp geben. Arbeitet jetzt einfach so sauber wie ich. Schaut's. Ja, genau. Hier was. Ja, jetzt bist du noch nicht einmal fertig. Du hast ja noch nicht einmal, also. Das dauert jetzt. Das ist auf dem Weg des Fertigwerdens. Da drinnen gratiniert, das kommt dann raus. Da tun wir jetzt noch ein bisschen grobes Salz drüber. Hier röstet, das stecken wir dann rein in das Gericht und angerichtet. Was er für Messer verwendet. Aktuell dieses da, Nessmuk, kommt, haben wir irgendwann, glaube ich, in 2 Wochen bald einmal im Shop, weil das die Frage so oft kommt.
Schatzi, wenn du sagst, was er, ja, du, dann ist es so, das ist so unpersönlich, finde ich. Der liebe Roland verwendet gerne ein Nestmuck-Messer. Könntest du sagen? Er verwendet auch gerne andere Messer. Könntest du sagen, mein Lieblingsmann? Mein allerliebster, schönster, tollster, sexiest Mann. Nein, jetzt reicht. Nein, jetzt übertreibst du was. Jetzt geht es ein bisschen. Ja. Aber sie. Bei mir gibt es Ostern immer Hasenschnitzel. Da Hasen. Hat er seine Arbeit ja schon erledigt, schreibt der Roland Hoffmann. Schnitzel oder Kaninchen oder Hase? Ja, Hase steht da. Hasenschnitzel. Meint er wirklich Hase oder sie oder meint sie Kaninchen? Sie, der Roland, meint wahrscheinlich Hase. Weil heißt sie Roland Hase auch? Schreibt. Ja. Ich muss mich wundern. Ich habe gedacht, nur Männer heißen Roland. Das war ein Scherz. Ah. Oh Gott. Geht da heute eine breite Leitung durch unter deine Füße da unten? Rutsch mal ein Stück. Ist er echt? Oh, das ist schön. Wird's was? Mhm. Ja. Das ist genau so, das, was du magst. So ein Toast, so ein Brot ist einfach mal wieder ein bisschen verkokeln. Gell? Du hast ja heute nicht so viel zu tun. Hase aus der Keule, schreibt der Roland jetzt. Hase aus der Keule? Oder Keule aus dem Hasen? Hase aus der Keule. Roland, bist du auch so verwirrt wie ich? Ist heute. Ja, das Fleisch vom Hasen aus der Hasenkeule und mit dem macht er Schnitzel. Ist das nicht sie? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst würde er es ja nicht machen. Ich kann mir das total zäh vorstellen. Wir haben noch keinen Plan für Ostern, oder? Wir? Ja. Nö. Nö. Also ich bin auch. Da bin ich, alles was so Festivitäten anbelangt, da bin ich, also da koche ich. Planlos. Ja, ich koche nicht anders als sonst. Ich finde, es ist ja immer so Lust und Laune. Ja, hey, dann hast du auf einmal Ostersonntag und hast deinen Hasen schon im Kopf seit Monaten, ja, dass du den Hasen machst und dann hast an dem Tag überhaupt keinen Bock auf Hase, sondern auf Seezunge. Wie machst du das dann, kopftechnisch? Ja, aber das ist ja auch unterschiedlich. Ich meine, wir sind halt jetzt nicht sonderlich traditionell. Es gibt ja schon Menschen, die essen Weihnachten oder Ostern. Boah, oder das ist total fein, da geht voll die warme Luft zum raus. Zum Geburtstag oder so immer die gleichen Sachen. Das ist ja, finde ich ja auch nett. Da musst du keine Gedanken drüber machen, da gibt es einfach fix Hasenschnitzel zum Beispiel. Da kann man die Haare föhnen. Das ist voll cool, hast du das mal gemerkt, wie viel da Wärme rausgeht? Oh. Das sieht geil aus. Da ein bisschen, ich werde es. Genau. Die Country Field hat es richtig erraten. Ihr kocht nichts anderes, weil ihr ja täglich immer was Besonderes esst. Also zumindest, wenn du daheim bist. Ja, du auch. Du kochst schon auch besonders. Ist der jetzt schon fertig, der Ofen? Ja, ich tue jetzt noch einen Hauch weiter raus und gebe sie mir jetzt richtig. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Aber es schaut schon richtig geil aus. Ja. Oktopus, wir kommen. Ich komme jetzt mal hier zu dir. Was schreiben die Leute so? Roland Trettl, Profikoch, bemerkt erst jetzt, dass warme Luft aus dem Backofen kommt. Wer war denn das? Eine Frechheit. Lina Marie. Hallo. Profikoch, 50 Jahre jung, merkt seit 35 Jahren im Geschäft, merkt, dass heiße Luft aus dem Ofen kommt. Ein bisschen geht schon noch, oder? Geht schon noch was. Oh, ein bisschen geht noch. Für alle, die sich wundern, warum wir immer mit meinem Account live gehen, das ruht daher, dass bei Rolands Account immer diese Sexdinger kommen. Die wollen sich immer alle irgendwo draufsetzen. Und ich habe gesagt, ich habe gar nicht Zeit, dass ich mich auf so vielen draufsetze. Na, die, glaube ich, wollen sich auf dich draufsetzen.
Ich habe auch gar nicht viel Zeit und ja, ich habe halt auch nicht so viel Lust, dass sich alle auf mich raufsetzen. Um das mal kurz zu erklären. Er hat Angst, dass sich irgendjemand irgendwann mal wirklich auf ihn draufsetzt. Nur okay, du darfst dich also, auf mich raufsetzen. Geht los hier. Hm? Das Problem ist, dass ich jetzt da nichts mehr sehe. Du siehst nichts mehr. Ja, mach nehmen wir die Augen auf. Loppi. Hier so. Geht schon noch was. Ich finde es ja schon besser, wenn es knusprig ist. Ja. Du? Ja, schau mal. Ziemlich langweiliges Gericht, so ein Oktopus. Ja, aber es geht ja auch darum, dass es oft schnelle Gerichte braucht zu Hause, oder? Wenn ein Oktopus gekocht ist, ja. Eventuell kann man ihn, wenn man ihn frisch kauft, auch kochen in größeren Mengen und die Arme einfach einfrieren. Die Arme? Ja, die Oktopusarme. Die Tentakel. Und dann immer wieder rausnehmen, ja, wenn man Lust auf Oktopus hat. Mhm. Ich habe jetzt voll Lust auf den Oktopus. Ich habe Hunger. Hey, ich auch. Hast du heute schon was gegessen? Nö. Na, ich habe noch nichts gegessen. Siehst du es? Ich habe noch nichts getrunken. Ja, das ist aber blöd. Boah, Scheiße, ich muss jetzt mal was trinken. Magst du auch was trinken? Na, ich habe was. Bisschen langweilig heute, tut mir leid, aber ja, ich muss jetzt erstmal was trinken und der Oktopus dauert länger als erwartet. Naja, ich tue ihn jetzt sowieso raus. Dafür ist aber das Brot schneller trocken, fertig als erwartet. Es trinkt. Du, da ist noch Angst an. So. Oh, es riecht gut. Oh. Oh, hot. Schau. Jetzt Zitrönchen drüber. Bisschen Zitronensaft drüber. Kannst du noch reine Hausmannskost kochen oder nur solche ausgefallene Speisen? Fragt die Uta. Die Uta. Uta, das wäre zum Beispiel für mich Hausmannskoch. Kochkost. Ja. Also in Spanien. In einem Land wie Spanien ist das definitiv Hausmannskost. Diese Hausmannskost hat ja immer auch damit zu tun, wo man gerade herkommt. Ja. In Schwaben ist die Hausmannskost wieder eine andere als in Südtirol, aber doch sehr wohl. Limettenzeste. Limettenzeste over the. Nochmal ein bisschen. Octopussy. Peperoncino. Olivenöl. Aber ausschauen tut schon sehr reizvoll, oder? Ja. Jetzt das Brot noch dazu. Mhm. Ein bisschen grobes Salz. Ja, ich glaube auch, dass man sich an so, also gerade jetzt an Oktopus, da muss man sich auch einfach mal rantrauen. Oh, ey, weißt du was, es ist so null Problem, einen Oktopus zu machen. Ich sage, jedes Stück Fleisch, was man kurz brät, ist schwieriger als so ein Oktopus. Kann man da auch Weißwein noch reintun? Wenn jemanden, ja, von mir aus, ich mache kein Weißwein rein. Wenn jemand das Gefühl hat, dass Weißwein dazu passt. Immer rein damit. Rein damit. Also ich gebe Weißwein lieber gerne so rein. Ja, halt's doch mal kurz vor die Brust. Warum? Du verbrutzelst da jetzt die Finger. Bist du bescheuert? Glaubst du, dass ich das jetzt so genommen hätte? Nein. Und schon, dass du das wolltest, ja? Nein. Das war jetzt nur so ein kurzer. Weißt schon. Ja, schadenfroh. Nein, das war auch nicht schadenfroh. Ich habe gewusst, du bist nicht doof. Ich mag das irgendwie. Du tust jetzt anders. Irgendwie gefällt das. Nein, das taugt mir überhaupt nicht, das Brot da. Aber ist ja wurscht. Jeder kann das Brot an die Seite legen, wie er will, ja. So. Auffächern. So gefällt es mir besser. Hinfächern. Wir können jetzt noch nicht eins machen, wir müssen schnell ein Foto machen. Ja, fürs Kochbuch. Kommt ins Kochbuch, oder? Ja. Tschüss. Tschüss. Wir machen nachher noch Seezunge. Ich würde sagen, so in einer halben Stunde. Nee, das dauert nicht so lange. Nicht? Ach, geh. Ja,
Aber essen tun wir das ja jetzt erstmal. Ja. Okay, 15 Minuten. Und die Küche müssen wir noch aufmachen. Tschüss. Tschüssi.